Wir haben ein Element gefunden, was die Zellen der Pflanze rapide schnell absterben lässt. UMB Nummer 16. Eine aus der Serie der UMB-Chemikalien, die wir nutzten, die wir für ein Instrument, ich will mal Instrument sagen, für ein Experiment nutzten. Schön in eine Posaune reingekippt. Und reingeblasen. Ja, und reingeblasen. Wir haben sie UMB Nummer 16 V-Jolt genannt. Passend zu unseren Kalkulationen wird es weniger als 5 Sekunden dauern, um die Pflanze 42 zu zerstören, wenn wir den V-Jolt direkt an ihre Wurzeln kippen. Du musst manche dieser UMB-Chemikalien-Serie vermischen, um eine spezielle, also in einer bestimmten Reihenfolge, um das V-Jolt zu kreieren. Aber die UMB-Serie Chemikalien verursachen vielleicht ein giftiges Gas, was den menschlichen Körper Schaden zufügen könnte. Furz. Furz den ablassen, ihr könnt aber auch anderen könnt aber auch anderen schaden. Ja, ist quasi wie Passivrauchen dann. Ja. Extreme Achtung. sollte extreme Achtung erfolgen, wenn man diese Chemikalien, wenn man diesen Chemikalien rumhantiert. Die folgenden sind verschiedene Typen dieser UMB-Serie Chemikalien und ihre bestimmten Charakteristisierungen. Charakteristiken. Charakteristiken, ja. Och ja, UMB 2 Rot, NP 003 Purple. Ja komm, das brauche ich jetzt ja nicht vorlesen, ne? Ja, also du kannst sagen, ich kann Blau. Ja, das könnte ich noch sagen, das hat einen stimulierenden Geruch. Ja, und weißt ja, was da am Ende von dem VJ steht, ne? In Bezug Kacke. Auf die Furze, ja. Ein Furz wie eine Wurst, ne? Ja, kannst im Prinzip auch einmal in so ein Glas reinkacken und das auf die Wurzel schmieren, dann stirbt das Ding garantiert auch in 5 Sekunden ja, ab. Ja, da kannst du nur ausgehen. Vor allem, wenn Jill die richtigen Sachen gegessen hat. Oder nicht richtigen Sachen gegessen hat. Oh, das war gerade eine schöne Verzögerung. Sie ist gerade auf meinem Bildschirm, ist Jill gerade mit dem Schrank verschmolzen. Scheiße. Ja, wo kam der denn her? Draußen vom Walde. Ja, Mensch, Alter, das ist ja. Der kam aus dem Scheißhaus raus, bestimmt. Ja. Mal wieder nichts Besonderes im Klo. Nee, nichts Größeres. Staub sammelt sich innen. Das Badehandtuch ist dreckig. Also. Vom Staub, der sich in der Badewanne staubt. Der sich da staut in der Badewanne, also, der schon Meter also drin liegt. Laut Jill ist ein dreckiges Badehandtuch interessanter als eine Toilette. Ja. Ja. So. Aber auch nur, wenn in der Toilette nichts drin ist. Brauchen wir jetzt erstmal UMB 2. Das ist Nummer 4. So, mal gut, dass du jetzt auch endlich interagieren kannst mit dem. Ja, das ist UMB 2. Kippen wir in unsere. Ich hab's übrigens schon wieder vergessen, wie du was kombinieren musst, aber. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du dir diese ganze Formel komplett gemerkt hättest. Ja. Mich hätte das auch gewundert. 3 und 4.
3 und 4 ist nicht dort, wo die 2 ist. Das ist 4. So. Ich mache jetzt mal so. Lädst deine Pumpgun durch. Ja, ich lade meine Pumpgun durch. Nee, ich werde jetzt, weil ich muss ja gleich, wenn der MW beendet haben, dann muss ich ja also dann skype ich ja gleich weiter mit der Dame und ich werde jetzt da bei mir dann wahrscheinlich der Augen direkt vorm Bildschirm hängen, hier und davor vorm Mugen Effekt einsetzt, werde ich mir jetzt erstmal ein bisschen dreckigen Harald genehmigen. In der kleinen Flachmannflasche. Kennt also, ihr dreckigen Harald? Ja, dreckigen Bourbon. Der ist natürlich eine Spur besser. Aber den hier kann man auch mal. Kann man sich auch mal geben. Ach, Moment, ich suche gerade schon wie blöde nach diesem bekackten UMB3. Das haben wir ja schon längst hier zusammengemischt. Das können wir uns gar nicht als ein so ein Dinges da holen. Wenn du damit fertig bist, mit den Chemikalien, wirft sie dann eigentlich die Flaschen alle weg, weil du sie nicht mehr brauchst? Normal, ja. Du brauchst das jetzt nicht mehr. Willst du es wegwerfen? So, 2 plus 4 haben wir jetzt Urin. Quasi Zombieblut und Menstruationsblut von ihr vermischt mit dem grünen Zombieblut ergibt Pisse. So, jetzt haben wir UMB 13, jetzt müssen wir nochmal 3 herstellen. Also nehmen wir nochmal ein Glas Wasser. Und nochmal dann hier den Zweier. Das ist quasi Blut. So, und dann kombinieren wir... andersrum. Wir kombinieren Wasser damit. Und dann unseren 13er damit. Und dann haben wir diese braune Scheiße. Fluid Kacker. Sieht auch echt aus wie Dünnschiss. Ja, wie Dünnschiss. Das ist so wie, Oh, guck mal, auf dem Dings steht drauf Davidoff Cool Water. Davidoff Cool Water. Das ist doch echt der beschissenste Name. Schön die Kacke im Bad. Für ein, weiß ich, war das ein Deo oder war das ein Parfüm? Nee, ein Parfüm, das benutze ich sogar. Das benutze ich immer. Wie kann man denn ein Parfüm einfach nur kaltes Digga, Wasser nennen? Ich habe keine Ahnung. Ich hab da auch wahrscheinlich wegen der blauen, ozeanblauen Flasche oder so. Weil es frisch wird. Ist er frisch? Ja. Genauso frisch, dass wir jetzt also, unsere Flasche nicht weggeworfen haben. Aber ich glaube, das macht sie erst, wenn wir diesen Vorjolter anwenden. Ich finde es dann... Ich bin dann eher verwundert, warum Dünnschiss Cool Water genannt wird. Das müsste ja Uncool Water heißen. Hot Water quasi, ne? Ja. Weil uncooles Wasser ist eigentlich heißes Wasser, oder? Das ist ja. Bitte? Nee, das ist richtig. Das ist dann so wie, ich weiß nicht, eine rohe Zwiebel essen. Hinterher kippst du noch einen halben Liter von dieser Dönerkräutersoße. Diese orange, diese gelbe, die kippst du dir noch in den Hals und dann frisst du eine Heischwanzflosse und dann kippst du dir noch 10 Bier rein und das, was dann dringend aus deinem Arsch raus muss, das ist in der Flasche jetzt drin. So wie dieses Dünnpfiffgas. Ja, wie gesagt, die Pflanze empfindet auch gerade, dass das ziemlich uncool ist. Könnte ich ihr nicht verübeln. Die Pflanze, also mit Dünnpfiff würde ich auch nicht gern angewichst werden.
Nee, definitiv nicht. Oder mit Davidoff Cool Water. Das sagst du so, das ist richtig gut. Das riecht wenig. Das ist wenig so ein Oma-Parfüm. Also wenn jetzt, ich weiß ja nicht, wie viele deiner Zuschauer weiblich sind, aber von denen wir dir jetzt hier sagen, riecht gut. Riecht geil. Muss allerdings ja auch voraussetzen, dass die Hälfte der weiblichen Zuschauer auch einen Kerl hatte, oder? Das kann ja trotzdem sein. Die würde trotzdem sagen, das riecht aber geil, aber leider reibt mein Freund sich das nicht quasi unter die Achseln. Unter die Achseln. So, wir sind diese Empty Bottles tatsächlich nicht losgeworden. Aber wir werden uns jetzt erstmal mit dicken Waffen hier eindosieren. Und zur Sicherheit das Spiel speichern. Genau. Da ich sowieso wahrscheinlich gleich erstmal abbrechen muss. Für heute. Ja, ich mach nur eben den Bosskampf und dann. Ja, ja, klar, ja. Legen wir einen Break alles ein. Dann würde ich nämlich auch sagen, I'm about to break. Ja, vielleicht solltest du für den Bosskampf nochmal ein bisschen von deinem Kackewasser da mitnehmen. Weil, was den Wurzeln geschadet hat, kann dem Rest nicht auch schaden, ne? Kann dem Rest auch schaden. Ja, die ganze Kacke ist aber schon auf den Wurzeln drauf. Ich hab da nichts mehr von. Ja, ist auch wieder wahr. Wir müssen halt nochmal irgendwie ein bisschen hier an dem verpegten Flurholz lutschen. Dann geht das schon weiter mit dem dünnen Scheißen. Da ist er. Den habe ich auch ziemlich nicht so unleicht im Kopf. Ja, wir haben ihn ja schon dank David auf Cool Water ein bisschen geschwächt. Gut. Oh, es sind uns die. Ne, Moment, die Flambierpatronen sind da eigentlich noch besser. Ach, jetzt kann ich die gar nicht mehr wechseln. Ach, scheiße. Ah, jetzt muss ich noch Säurepatronen unbedingt verschwenden. Wusste ich ja nicht mehr, dass man die nachträglich dann gleich noch umwechseln kann, aber. Da musst du ja verbrauchen. Quasi ja, bevor der andere reinpacken kannst. Ja. Aber das Ding ist im Arsch. Und wir kriegen einen Marilyn Manson Key. Oh, auch nicht schön. Und damit sind wir auch quasi mit dem Guardhouse fertig. Oh, und ich höre einen Schuss. Dann wird's quasi beim Rückweg in die Menschen wird's dann wieder ein bisschen schöner und wärmer. So you're safe. Jill. So you're safe. I was going to say, where on earth have you been? You disappeared from the hall all of a sudden. I'm sorry, but I have my reasons. Perhaps you guys have met them. It was all I could do to protect myself against those strange creatures. Is that right? Anyway, it's good to see you're safe. Jill, our first priority is to get out of here. No shit. Yes, you're right. No shit. Einer der Charaktere, der definitiv in den ganzen Resident Evil Spielen, in den ganzen letzten Resident Evil Spielen fehlt. Okay, I'll go to the other house and see if I can find any clues. Will you do that? I'm counting on you. Ja, er geht jetzt erstmal wieder ein paar Folgen Johnny Bravo gucken. Und er hat in der Zwischenzeit mit seiner Pistole hier, mit seiner Pimpfe auf Bienen geschossen.
was beweist, wie gut er zielen kann. Ja, mein Gott, ich kann auch mit Spatzen auf, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Spatzen auf Kanonen schießen. Die zerschellen man so schön an den Kanonen. Richtig. So, jetzt muss ich gerade meine Farbbänder hier finden. Da sind sie. Noch satte 7 Stück über. In Resident Evil 3 hattest du weniger, ne? Da hatte ich quasi unendlich. Nee, dabei haben wir immer gesagt, du hast so wenig. Jetzt wissen die alle, dass das nicht so ist. Ja. Man kann auch weniger haben als unendlich. In den meisten Fällen. Ja, und in den meisten Fällen ist das sogar, dass unendlich schon wieder so viel ist, dass man da eigentlich nichts von hat. Okay, dann würde ich sagen, jetzt stellt sich natürlich, genau, natürlich endet diese Session aber mit einer Frage. Und zwar, als wir Resident Evil 7 durchgespielt haben, war es ja so, dass am Ende ein Herr Redfield dort auftritt, ganz kurz. Und jetzt stelle ich natürlich meinem Kollegen Schein aufgrund seiner Kenntnis die Frage, welcher war das denn? Das ist eine gute Frage. Bei den Credits steht er als Chris Redfield drin. Aber er sieht nicht aus wie Chris Redfield. Nicht im Ansatz. Noch nicht mal wie der Untrainierte. Das würde ich nicht sagen. Er sieht schon aus wie der Untrainierte, aber er hat halt nicht diese 22-inch Pythons. Es könnte ja auch sein, dass es vielleicht Chris Redfield Jr. Ja, ist. Ja, kann auch sein. Ja, mich hat er optisch weder Gesicht noch sonst irgendwas hat, das mich an den Chris, den man hier oder vor allen Dingen in dem HD-Remake spielt, hat mich das nicht erinnert. Deswegen wollte ich das wissen. Hätte ja auch sein können, dass es sein Adoptivbruder ist oder so. Kann ja sein. Also in den Credits steht drin Chris Redfield. Also wo auch die ganzen aufgelistet werden, die Charaktere gesprochen haben. Da steht er nicht als Redfield, sondern da steht Chris Redfield. Wir werden es aber erfahren, denn es kommt ja ein kostenloser Story-DLC in den nächsten Monaten raus. Der nennt sich Not a Hero. Oh, cool. Und da steuert man den Redfield. Ah, sehr schön, okay. Gut, danke mich für diese wunderschöne Info. Ja, ist auch schön, dass ihr jetzt die Zuschauer, die vielleicht das noch nicht gespielt haben, gespoilert alles. Was mir natürlich eigentlich vollkommen scheißegal ist. Ja, ich mach in der Zwischenzeit hier so einen ganz coolen Dance. Ja. Lass ihre Möpse hüpfen. Ich bin eigentlich mehr fokussiert auf ihre steilen Armbewegungen da. Naja, egal. YMCA. Egal, ich sage an dieser Stelle danke, dass du dabei warst. Und, ja, gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Keep gaming. Und du hast das letzte Wort. Ja, das letzte Wort ist, ich freue mich aufs nächste Mal. Hat mich gefreut, dass ich endlich mal wieder mit meinem Kumpel hier was machen konnte. Und für alle, die es noch nicht wissen, im DLC, der irgendwann bald für Resident Evil erscheint, spielt man Chris Redfield.